Hallo und willkommen bei Muskelwetter. Heute sind wir mal wieder in Irland. Heute sind wir bei Bushmills. Wir haben den Bushmills 16 Jahre Triple Wood im Glas. Triple Wood, bin mir nicht sicher, irgendwie so heißt der. Der hat so einen komischen Beinamen. Ich glaube, es ist Triple Wood, steht hier gar nicht drauf, fällt mir gerade auf. 16 Jahre Single Malt ist in Irland ja auch nicht der Standard. Greift in Ex-Bourbon- und Ex-Oloroso-Fässern und hat ein Finish in Port-Pipes bekommen. Das Ganze ist dann 16 Jahre alt, abgefüllt mit 40% und liegt preislich zwischen 50 und 60 Euro, habe ich gesehen, im Internet den günstigsten Preis, bis hin zu 70, 75 Euro bei manchen Shops. Mal schauen, also 40% ist jetzt erstmal ein bisschen dünne. Schauen wir mal, was ansonsten dahinter steckt. Bushmills ist dreifach destilliert, soweit ich weiß. Wie das halt in Irland meistens der Fall ist. Triple distilled in Ireland. Gut. Rare Single Malt. Ich weiß gar nicht, wie selten der ist. Ich glaube, er ist nach dem neuen Design einen ordentlichen Preis angezogen. Ob der jetzt dadurch seltener ist, keine Ahnung. Das Erste, was mir auffällt, ist eine leichte, eine Nussigkeit. In Kombination mit einer ganz leichten Sprittigkeit. Ich hätte jetzt gesagt, könnte so ein Grain-Anteil sein, aber es ist ein Single Malt, kann also nicht sein. Die Nussigkeit wird doller. Das geht jetzt in Richtung vielleicht so einer Erdnuss-Mandelcreme. Bisschen Nuss-Nougat-Creme vielleicht auch so in die Richtung. Dazu kommt eine Karamellcreme. Also ich finde ihn wirklich cremig, wie man vielleicht merkt. Und es kommt erstaunlich viel an Aromen raus für einen 40%er. Jetzt noch so eine Getreidenote. So Haferflocken oder sowas. Ich würde vorschlagen, wir probieren den jetzt. Zum Wohl. Wow. Unglaublich mundraumfüllend. Ein wahnsinniger Antritt. Also, das kommt unheimlich viel. Der Mund wird trocken. Der breitet sich im ganzen Mundraum aus. Die Zunge ist belegt. Die Wangen sind belegt. Gleichzeitig zieht er halt alles so an Flüssigkeit raus. Die Nussigkeit kommt sofort wieder. Diese Getreidenote kommt sofort wieder. Und dann habe ich halt auch tatsächlich wieder diesen kurzen, sprittigen Moment. Ich weiß nicht, am ehesten würde ich sagen, es ist ein Ticken metallisch, da ist ein kleines Stückchen Eisenstange bei. Ist aber jetzt nicht irgendwie massiv unangenehm oder sowas, mir fällt es halt irgendwie auf. Ich muss aber dazu sagen, dass das eine Note ist, die ich irgendwie öfter mal bei dreifach destillierten Whiskys habe. Ich kann euch gar nicht sagen, warum das so ist. Grundsätzlich ist er lecker. Wie gesagt, für mich, das wirkt, als wäre da ein Grain-Anteil mit drin oder ein Roggenanteil mit drin. Ist es halt definitiv nicht, aber das ist so eine Note, die ich bei diesen Sachen ganz gerne habe.
Ich krieg so ein bisschen vielleicht noch Trockenobst und Aprikose oder sowas, getrocknete Aprikose. Jetzt wird in der Nase noch fruchtiger. Da kommt jetzt noch so ein bisschen, ja, vielleicht Himbeere mit dazu. Oder halt auch so getrocknete Waldfrüchte. Es geht immer mehr. Also es wird gefühlt gerade irgendwie mit jeder Sekunde dunkler. Geht von so einer roten Grütze über in so eine Waldfruchtmarmelade. Dazu die Nussigkeit, also die Nase entwickelt sich gerade richtig, richtig schön. Und dieses Sprittige habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Vielleicht braucht er einfach einen Moment Zeit. In der Nase ist der jetzt richtig schön. Ja, beim zweiten Schluck ist er auch richtig schön. Er kriegt am Ende noch so eine leichte Bitternote. Er kriegt, also da merkt man so ein bisschen das Fass. Am Ende kommen noch mal die Tannine. Das ist so ein bisschen, naja, aber der Rest ist wirklich schön geworden. Ich muss gestehen, nach dem ersten Schluck war ich ein bisschen skeptisch. Der zweite Schluck war dann umso schöner. Ich hatte schon überlegt, warum feiern denn alle so? Was ist an dem so besonders und warum finde ich das gerade nicht? Aber mit dem zweiten Schluck war es dann tatsächlich so. Vielleicht braucht er einfach einen Moment oder ich habe einen Moment gebraucht, um warm zu werden. Kann ja auch sein. Genug Luft sollte er eigentlich gekriegt haben in der Flasche. Von daher, ja. Also wie gesagt, am Ende hin war er echt lecker, sowohl in der Nase als auch im Geschmacklichen. Hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Bei den Noten, die ich dann zum Schluss hatte, würde ich sagen, ja, 50 € ist er auf jeden Fall wert. Ich würde auch mit 60 € gut mitgehen können, gerade bei einem 16-jährigen Whisky. Ob ich ihn jetzt unbedingt haben müsste, dafür müsste ich ihn vielleicht noch ein, zweimal probieren, um mir sicher zu sein, dass ich mit dem zweiten Eindruck mehr recht hatte als mit dem ersten. Das ist halt so bei einer Verkostung manchmal nicht ganz so gut möglich. Ne? Klar, manche überzeugen sofort, manche überzeugen halt gar nicht. Und bei manchen, die so ein Zwischending sind, die muss man dann einfach ein, zweimal probieren. Da fällt mir immer einer meiner Lieblingswhiskys ein, Ardmore Portwood. Der hat mir die ersten zwei Gläser gar nicht geschmeckt. Und der ist dann von Mal zu Mal besser geworden. Also inzwischen gehört es zu meinen Lieblingswhiskys. Ich finde ihn spannend auf jeden Fall. Ich finde ihn interessant. Er hat auf jeden Fall was und ich werde ihm auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Mich würde interessieren, wie ihr den findet. Habt ihr den schon probiert? Hat er sich vielleicht irgendwie verändert in der letzten Zeit? Es waren ja einige, die jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen nachgelassen haben. Gehört der dazu oder ist der gleich geblieben? Haut mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich total interessieren. Bei Bushmills bin ich echt noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Und ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt, den Kanal abonniert und mal bei Ko-fi und buymeacoffee/thewhiskywriter vorbeischaut. Da könnt ihr mich unterstützen durch einen kleinen Obolus oder durch eine Kanalmitgliedschaft, was natürlich das Optimum wäre. Das würde mich sehr freuen. Das unterstützt mich hier am meisten. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.